Mal sehen, ob die anspringt. Ja, da ist er. Vergesst einfach, was ich das letzte Mal gesagt hätte. Aber ich bin wieder mit der Dicken unterwegs. Und zwar möchte ich einmal Inspektion an der Kleen machen. Und dazu brauche ich Bremsflüssigkeit, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, dass die Bremsflüssigkeit langsam dran ist. Werde ich Öl mal nachschauen, wie das aussieht. Eventuell wechseln. Oh, jetzt bin ich erstmal unterwegs zum Louis Mega Shop, Mega Store, irgend so heißt das in Duisburg. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Langsam kommt auch hier irgendwie die Sonne raus. Hoffen wir mal, dass es heute nicht bei den jetzigen 2 Grad bleibt. Getriebe schaltet sich auch noch beschissen. Wie sieht es hier unten aus? Ja. Zylinder wird so langsam warm. Ja, wie gesagt, es dauert immer eine Ewigkeit, bis die Maschine warm ist. Hat man ja gerade eben auf der Auffahrt von der Schnellstraße gemerkt. Mittlerweile nimmt sie ja noch ein bisschen widerwillig, aber sie nimmt schon besser das Gas an. Also so langsam bekommt der Motortemperatur. Ich muss mal nach Luft nachschauen. Gerade eben in der Kurve hat sich das ein bisschen schwammig hinten angefühlt. So, wie war das denn nochmal? Wo muss ich denn noch lang? Ah, ja, genau, jetzt weiß ich wieder. So, hier und dann war das da links. Jetzt, wo ich fast da bin. Normalerweise kriege ich die Hinterradbremse nicht zum Blockieren. Aber gerade eben hat es funktioniert. Also ist es verdammt glatt. Was macht der da? Boah, riecht der nach Öl. Links. Ja, genau, runter da hinten. Ja, hier fahre ich so gut wie nie lang. Also ich fahre hier eigentlich nur lang, wenn ich da zu dem Laden muss, will. Muss. Ja, muss. Ich will. So, wieder zurück vom Louis Motorrad Dingsbumshandel Gedöns Zubehör Teildingenmarkt und jetzt geht's ab nach Hause. Zudem habe ich dann noch das Neverdull Dösken da gekauft. Mal sehen, wie das Zeug funktioniert. Die sind immer noch feucht. Da fahre ich wieder Autobahn zurück. Ich bin ja so ein Idiot. Fahren wir einmal im Kreis.
Felder? Nein. In den Feldern ist immer kalt. Ein Spiel oder ein Turnier oder so. Deswegen ist hier so viel los.